Leopold Figl war das Gesicht Österreichs der Nachkriegszeit. Leopold Figl war ein Mann des Wiederaufbaus, ein Mann, der die Menschen zusammengeführt hat. Man muss sich die Zeit von 1945 vorstellen. Der Krieg ist zu Ende. Die Not im Land ist so gewaltig. In dieser Phase ist Figl dann Bundeskanzler geworden im Dezember 1945. Und Figl hat es den Österreichern klar gesagt und jeder Österreicher hat es verstanden. Wir haben nichts, wir können euch nichts geben, aber glaubt an dieses Österreich. Und das war der Impetus für die Menschen, sie haben es verstanden. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen auch in dieser schweren Zeit zusammenstehen und wir werden das Land aufbauen. Das war der Optimismus, den Figl mitgebracht hat. Wir befinden uns in der Bauernstube, die sein Leben beherrscht hat, praktisch, wenn er mit den Alliierten aufgesprochen hat, weil es gab keine Restaurants, keine Hotels, wo man sich treffen konnte. Und da hat er die Leute einfach zu sich gebeten. Als Figl Bundeskanzler war, sind in Österreich Marksteine gesetzt worden. Ich verweise unter anderem auf den Marshallplan. Der Marshallplan der Amerikaner, der uns damals gerettet hat, der uns geholfen hat, wieder eine starke Nation zu werden, ein wirtschaftlich starkes Land zu werden. Oder dann die ganz schwierige Phase in den 50er Jahren, Ende 40er, Anfang 50er Jahre, als es in die sozialen Auseinandersetzungen gab, um die Lohn- und Preisabkommen. Hier hat Figl kalmierend gewirkt. Und dann auch in den Ende 40er, Anfang 50er Jahre, als es darum gegangen ist, Löhne und Preise in ein Gleichgewicht zu bringen, als Bundeskanzler bis 1953 und dann später als Außenminister. Also im April 1955 kam dann die österreichische Delegation für den Staatsvertrag nach Moskau. Also das war Bundeskanzler Raab, Vizekanzler Scherf, Außenminister Figl und Staatssekretär im Außenministerium Dr. Bruno Kreisky. Dann wurde also verhandelt in Moskau über einen Abzug der sowjetischen Besatzungstruppen, über die Wiederherstellung eines freien und unabhängigen Österreichs. Und dann fuhr die Delegation wieder nach Wien zurück. Und genau ein Monat später wurde dann in Wien der Staatsvertrag unterzeichnet, nicht wahr? Aber in der Nacht bei diesen Arbeiten, die wir da machten, war noch Figl dabei, also als Vorsitzender. Und der, wie wir fertig waren, so um 1 Uhr früh, das war schon der 15. April dann, der stand er auf unter uns und sagt, Österreich wird frei. Nicht? Und das war genau ein Monat, bevor er dann in Belvedere nach der Unterschrift unter dem Staatsvertrag gerufen hat, Österreich ist frei. Das war eine Sternstunde Österreichs, unveränderbar verbunden mit dem Namen Leopold Figl.